Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Prison Architect. So, wir sind ja dabei, gerade noch die Zellen hier fertigzustellen. Da fehlt jetzt hier unten noch ein Bett zum Beispiel. Und dann bauen wir hier unten natürlich schon das Fundament für unseren neuen... Ja, was wollen wir da überhaupt bauen? Achso, ja genau, Besucherraum, Entschuldigung. Das war gerade schon wieder ein bisschen weg. Genau, Besucherraum und so ein Gemeinschaftsraum, um das Sozialverhalten unserer Insassen etwas zu verbessern. So, ansonsten haben wir ja die Buchhaltung erforscht. Und das heißt, wir können jetzt eine Buchhalterin einstellen. So, damit haben wir das auch erledigt, was da noch als Aufgabe war. Und haben natürlich jetzt 5000 Euro dazu gekriegt. So, jetzt ist wieder Zeit für eine neue Aufgabe. Da können wir uns mal eine schöne Aufgabe raussuchen, wenn wir denn eine finden. Genau, und zwar habe ich jetzt vor... Die Aufgabe, wo ist sie denn? Hä? Es gibt eigentlich so eine Aufgabe. Warum gibt es die denn nicht? Wo wir... Wo wir Wäscherei und sowas bauen können. Okay, ist jetzt aber auch egal, dann nehmen wir erstmal das. Kommt das andere halt später. Nicht so schlimm. Denn Krankenstation ist auch wichtig. Ob wir die jetzt hier unten gleich mit reinbauen, weiß ich noch gar nicht so genau. Aber wahrscheinlich würde sich das sogar anbieten. Der Platz wäre ja da. So, jetzt können wir erstmal die ganzen Kisten hier noch wegwerfen. Weil die sind irgendwie übergeblieben und der Krempel hier auch. Alles einmal weg. Weil ihr seht ja, die Tür schließt gar nicht richtig. Hören wir mal ein bisschen hier auf. So. Weg, 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 weg. Und die Tür können wir hier wieder... Achso, da war irgendwas mit Abfall noch. Hier liegt irgendwelche... Stimmt, die kriegen wir gar nicht mehr zu. Okay, jetzt habe ich es hingekriegt. Wenn man dann die Shift-Taste habe ich jetzt, glaube ich, gedrückt, dann kann man das, was da drunter ist, auswählen. Gut. Soweit, so gut. Jetzt können wir uns nochmal anschauen, was wir noch so erforschen können. Gesundheit müssen wir auf jeden Fall erforschen. Und Psychologie eigentlich auch, weil das ist ja Teil der Aufgabe hier. Deshalb machen wir das auch mal. So, das sieht schon mal gar nicht so verkehrt aus. Jetzt braucht das Gebäude natürlich auch noch einen Eingang, bevor es dann auch fertig werden kann. Den setzen wir erstmal hinten hin, der kommt aber nochmal woanders hin. Allerdings ist es so, dass hier vorne ja erstmal Zaun ist. Dann werden wir nachher noch eine richtige Wand reinziehen müssen. Aber bis es soweit ist, ist die Tür jetzt erstmal da hinten. So, da kommt sie auch schon. So, ansonsten ist alles momentan noch relativ ruhig. Die schlafen alle ganz brav. So, hier liegt noch ein bisschen Holz. Das können wir verkaufen. Bringt auch immer ordentlich Geld. So. Okay, jetzt haben wir hier vorne ja den Zaun. Der muss natürlich abgerissen werden. Weil das sieht nicht gut aus, meiner Meinung nach. Dann kommt da nachher eine Betonmauer rein. So weit sind wir aber jetzt noch nicht. Wollt ihr hier raus? Dann geht raus. Eigentlich könnten wir die auch schon wieder wegreißen hier. Ach nee, das muss ich hier machen, demontieren. So. Wo sind denn jetzt die ganzen Arbeiter hin? Der räumt da ein bisschen auf.
Achso, die bauen jetzt hier auf unserem Hof noch ein bisschen die Telefonzellen auf. Das war ja auch noch eine Aufgabe hier irgendwo. Oder auch nicht. Ich dachte, das war auch nur... Achso, doch, hier, installiere 5 Telefonzellen. Haben wir schon gemacht. So, jetzt geht's hier los, den Zaun abzubauen. Dann wird auch da gleich noch Licht installiert. Da können wir auch gleich noch eine Versorgungsleitung hier rüberziehen, wenn wir schon mal dabei sind. So. Okay, das hier muss aber auch noch weg. Ist schon ausgewählt. Okay, alles gut. So. Ja, jetzt wäre es gar nicht schlecht, wenn hier noch jemand den Zaun wegmachen könnte. Aber jetzt wollen sie erstmal Kabel verlegen, so wie es aussieht. So, was haben wir jetzt als nächstes auf dem Programm? Duschen. Okay, da läuft hier sowieso noch keiner draußen rum. Nicht, dass die mir hier noch irgendwie abhauen wollen. Wäre natürlich nicht schön. Denn bis jetzt haben wir es ja geschafft, dass unsere 8 Gefangenen auch da geblieben sind, wo sie hingehören. Was auch nicht immer leicht ist. Okay, so, jetzt gucken wir mal. Nehmen wir hier am besten eine Ziegelmauer. Das auch so ein bisschen einheitlich aussieht. Zumindest sollte es eigentlich einheitlich aussehen. Okay, so. Ankunft neuer Insassen in 2 Stunden. Könnte vielleicht sogar noch diese Folge hinhauen. Ich mit einem Blick auf meinen Timer. So, jetzt ist Duschenzeit. Nee, doch noch nicht. Achso, in 1 Stunde erst. Okay. So, jetzt müssen wir nochmal schauen, was die Räume denn so überhaupt für eine Größe haben. Besucherzimmer ist offensichtlich egal. Und hier ist es auch egal. Okay. Na gut. So, da müssen wir jetzt natürlich dann auch gleich noch eine Tür reinsetzen. Okay, so weit sind wir aber noch nicht. Und ich glaube, es ist auch der Mauertyp, den wir sowieso da schon drin haben. Damit das auch einheitlich aussieht. Wo hat er denn den einen Stein jetzt eben noch hergehabt? Fasselt ja nicht. So. Ja, toll. Den einen Stein hätte er... Eieiei. Ach, kommt schon. Da ist er noch offen. Jetzt nicht mehr. Okay, da können wir jetzt die Tür reinsetzen. Und dann können wir eigentlich hier drinnen den Besucherraum bauen. Der muss, glaube ich, gar nicht so groß sein. Und dann bauen wir hier neben gleich den Gruppen... Therapieraum. Und das hier wird dann die Krankenstation, genau. Meine Güte. So, Ankunft neuer Insassen in 50 Minuten. So, der zieht hier auch gleich die Wand wieder hoch. Das wäre sehr gut. Ja, perfekt. Da fängt auch gleich drinnen wieder an. Das noch so ein bisschen auszubauen. Hier fehlt noch ein bisschen Kabel.
fehlt ja noch ein Kabel, meine Güte. So, 30 Minuten noch, was machen unsere Gefangenen? Die duschen gerade fleißig. Was baut er sich denn da zurecht? Eieieiei. So. Wo kommt die Tür jetzt noch hin? Achso, die kommt da hin. Okay, ich habe mich gerade nur gewundert, wo jetzt die Tür noch hin soll. Aber alles klar. So, jetzt wird es ein bisschen heller hier. Was hat er jetzt? Achso, er ruht sich aus. Okay. Ja, mein Gott. So, dann begrüßen wir mal die neuen Gefangenen. Die sind ja so voll gleich hier und dann machen wir auch schon wieder Schluss. Dann ist die Folge nämlich auch schon wieder vorbei. 2, 1. Herzlich willkommen in Fort Knox. Von hier gibt es kein Entfliehen. Okay, wir haben jetzt 16:30, also 16 Gefangene sind da, 30 Plätze haben wir, das heißt, wir können auf jeden Fall morgen nochmal 8 aufnehmen. Juhu! Das wirkt sich natürlich positiv auf unser tägliches Einkommen aus. Oh, was war das eben? Da habt ihr den Schrei auch gehört? Kam der von hier drinne? Oh, 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 oh. Da randaliert aber jemand. Dann haben wir gleich noch ein bisschen Action hier am Schluss. Und damit machen wir auch Schluss. Also, wenn es euch gefallen hat, wie immer gerne ein Like oder ein Kommi dalassen. Ansonsten hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss, ciao, euer David von meinika.de.